Ja, herzlich willkommen zu der Cookie Lecture heute. You're the Meta to my Data, warum sich Metadaten lohnen. Ich bin Ursula Arning und leite den Programmbereich Open Science bzw. auch Publisso. Und wir sind heute hier im Rahmen der International Open Access Week. Das heißt, die ganze Woche laufen ja schon weltweit Veranstaltungen zu Open Access. Und deswegen darf ich heute auch unsere externen und Zuhörerinnen und Zuhörern herzlich willkommen heißen. Wir machen das sonst bei ZB Med, dass wir uns gegenseitig die Tätigkeiten intern vorstellen. Aber weil es eben die International Open Access Week ist, machen wir das heute auch eben für Sie im externen Bereich. Diejenigen, die in Köln sind, darf ich auch gerne noch einladen zu unserer kleinen, aber feinen Ausstellung im Foyer von ZB Med in Köln. Dort stellen wir unsere Projekte im Bereich Open Access, Open Science auf, die gerade aktuell bei ZB Med durchgeführt werden. Ja, was hat aber jetzt Metadaten mit Open Access so im Speziellen zu tun? Das wird uns Nicole Brune holen. Brune hat Politikwissenschaften und Völkerrecht in Bonn und Kiel studiert und seit 2020 arbeitet sie bei uns im Bereich Publisso. Und seit Juli diesen Jahres ist sie eben explizit für alle technischen Belange des Publisso-Systems zuständig. Da haben Sie sicherlich auch schon Kontakt mit ihr gehabt. Und im Rahmen dieser Tätigkeit hat sie sich eben auch schon sehr intensiv mit diversen Metadatenschemata auseinandergesetzt, die sie uns heute anhand des vom BMBF geförderten Projekt OAPENS vorstellen wird. OAPENS heißt eben Open Access Enzyklopädien. Die laufen auch auf dem Publisso-System in Kooperation mit dem Barbara Buttrich Verlag. Und so stellt sie uns als heute vor, inwiefern Metadaten eben ganz wichtig sind im Publikationsprozess. Genau, noch eine kleine Meta-Anmerkung zu der Metadaten-Cookie-Lecture ist, dass Sie sehr gerne oder ihr gerne Fragen während des Vortrages schon in den Chat stellen könnt. Also würde uns freuen. Aber natürlich freuen wir uns auch nachher auf eine aktive Diskussion, also indem man einfach Hand hebt und Fragen oder eben eine lebendige Diskussion hier vonstatten geht. Vielen Dank, Nicole, dass du dich bereit erklärt hast und ich freue mich jetzt sehr auf deine Cookie-Lecture. Ja, vielen herzlichen Dank, Ursula. Ich teile mal meinen Bildschirm und beginne die Präsentation. Genau, es sollte jetzt hoffentlich auch gut sichtbar sein. Sehr gut. Genau, ja, vielen Dank nochmal. Grundsätzlich geht es heute um Metadaten, wie gesagt, und Aufhänger des Ganzen war insofern, also beziehungsweise ist insofern das OPENS-Projekt und insbesondere eine Postervorstellung, die im Rahmen der HTWK-Tagung in Leipzig erfolgt ist. Und da haben wir quasi aufgezeigt, wie der Workflow abläuft anhand der drei Dimensionen der Kollaboration, also zwischen Menschen, zwischen Maschine und Mensch und zwischen Maschinen. Und gerade Metadaten befinden sich eben zwischen all diesen oder an all diesen Schnittstellen. Und dementsprechend möchte ich anhand dieses Publikationsprojekts, aber auch mit Hilfe anderer Beispiele, das ein bisschen verdeutlichen. Vorab gibt es allerdings ein kleines Warm-up. Da würde ich Sie und euch alle bitten, kurz das Smartphone zu zücken oder diese Adresse einzugeben und dann den Code. Genau, und da wartet dann eine Frage. Ich beende noch mal kurz und teile Browser. Genau, hier sollte es jetzt hoffentlich noch mal gut zu sehen sein. Genau, und da wartet dann eine Frage, nämlich was Sie mit dem Begriff Metadaten verbinden. Sie können dazu drei Begriffe angeben. Es können technische Begriffe sein, abstrakte Begriffe, was auch immer Sie damit verbinden. Und dann wird quasi so ein kleines Cluster erstellt, welche Begriffe da am häufigsten genannt werden. Ich wandere schon mal nach, wenn es nicht klappt, die nächste Seite. Genau, und sobald die ersten Begriffe eingegeben worden sind, sollten diese auch hier erscheinen. Genau, man kann das Ganze, wenn das mit dem QR-Code nicht klappt, über Menticom machen und da hat Ina gerade schon den Code auch nochmal eingegeben. Dann das perfekt, vielen Dank. Da kommen auch schon die ersten Begriffe
hinein. Genau, ich warte noch mal ganz kurz. Was hier sich allerdings schon sehr gut abzeichnet, ist, dass es um beschreibende Daten geht, dass es generell um Daten über Daten geht. Das findet sich jetzt auch gleich in der Definition wieder. Beschreibung sehe ich hier noch, strukturierte Daten, viel Daten. Genau, Schnittstellen. Was? Hat sich sehr schnell Metadatenschema, sehen wir hier schon. Darauf wird auf jeden Fall gleich noch eingegangen. Genau, also einige Begriffe sind hier auch schon genannt, die gleich im Rahmen der Präsentation dann auch noch aufgegriffen werden. Gut, ich glaube, das hat sich jetzt soweit ein bisschen manifestiert. Also Daten sind im Fokus. Wir können auch gerne am Ende nochmal die Begriffe ansehen und das dann nochmal abgleichen. Ich würde dann jetzt erstmal wieder zur Präsentation wechseln. Gut, ja, vielen Dank erstmal fürs Mitmachen. Dann wechseln wir quasi erstmal zu einigen definitorischen Begriffen. Also da ja auch viele von euch, von Ihnen bereits damit vertraut sind, möchte ich das mal relativ kurz behandeln. Zunächst erstmal die Unterscheidung, was sind Daten, was sind Metadaten. Wenn man sich hier die Grafik links ansieht, dann sind es die Daten und hier die Bildspezifika oder beispielsweise auch, ich glaube, man sieht es noch nicht gut, ich nehme mal den Laserpointer zur Hilfe, genau, den Titel hier, der beispielsweise im HTML hinterlegt ist, das sind eben die Metadaten. Also beschreibende Informationen über die Daten letztendlich. Ich habe dazu auch nochmal drei Definitionen mitgebracht, die allerdings jetzt noch kurz behandelt werden sollen. Einerseits die Definition im Rahmen, schiebe noch mal kurz, so. Das ist die Definition im Rahmen des Metadatenstandards Dublin Core, die entstanden ist 2005 und wo eben auch dieser Daten-über-Daten-Charakter nochmal deutlich wird und auch der Ursprung, also dass gerade im Bibliothekswesen natürlich damals vorab Katalogisierung, Entschuldigung, vor Ort natürlich stattgefunden hat und das sich mittlerweile eben ins Web verlagert hat. Die Definition des World Wide Web Consortium schließt insofern daran an und betont eben auch diesen Webcharakter und auch die Maschinenverständlichkeit der Informationen. Und eine dritte Definition stammt insofern oder weicht insofern auch ein bisschen davon ab, die stammt von einem Medienwissenschaftler, nämlich Matteo Pasquinelli, der nochmal betont, dass Metadaten gerade im Zuge von Big Data technisch, aber auch politisch begriffen werden müssen. Das ist insbesondere im Rahmen von Nutzungsdaten relevant und darauf wird am Ende, also gen Ende der Präsentation, dann auch nochmal besonders eingegangen. Und auch grundsätzlich lohnt es sich auf jeden Fall, Metadaten bereitzustellen. Das lässt sich im Rahmen der FAIR-Prinzipien verdeutlichen, indem eben ja die Auffindbarkeit auch von Publikationen so gesteigert wird. Und auch die Interoperabilität. Tatsächlich gab es dazu eine Metadata, einen Zusammenschluss, der die Metadata Principles herausgebracht hat, die sich insofern an den FAIR-Prinzipien orientieren, in dem dort beschlossen wurde, dass Metadaten insbesondere kompatibel sein müssen für Maschinen und Menschen, möglichst komplett, glaubwürdig und kuratiert. Das ist tatsächlich auch noch ein Punkt, der wird auch im Laufe der Präsentation nochmal aufgegriffen, dass sich natürlich auch Metadatenschemata verändern und dementsprechend Metadaten angepasst werden müssen. Genau, das nur dazu. Um Metadaten bereitzustellen, gibt es verschiedene Tools und Begriffe, die da relevant sind. Das sind einerseits die Sprachen, also wie Metadaten dann eben auch ausgezeichnet werden. Das ist oftmals die Extended Markup Language XML. Darauf wird gleich noch ganz kurz eingegangen. Im Rahmen von Schemata werden dann die Metadaten genau definiert. Also grundsätzlich ist ein Schema, da gibt es eine relativ gute ISO-Definition, die das sehr schön deutlich macht. Also ein Schema ist ein logischer Plan, der die Beziehungen zwischen Metadatenelementen aufzeigt. Der Plan beinhaltet generell festgelegte Regeln der Nutzung und des Managements von Metadaten, insbesondere hinsichtlich der Semantik, Syntax und eben auch der Optionalität der Elemente. Also ob es Pflichtelemente geben muss, welche Elemente optional sind. Genau, und grundsätzlich helfen Metadatenschemata entsprechend bei der Standardisierung von Metadaten,
in dem ein Satz, ein Metadatenelement definiert wird und diese Attribute einer Ressource zugeordnet werden. Genau, und die Spezifizierung erfolgt dann wiederum in einer der Sprachen. Es gibt auch noch Regelwerke dazu, also da ist vor allen Dingen das Resource Description Framework zu nennen, als ein System, um Informationen über Ressourcen abzubilden. Das ist ja ein sehr technisches Konzept, was quasi erstellt wurde, damit insbesondere Maschinen auf Informationen zugreifen und diese aggregieren können. Also da folgt später noch eine Grafik, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Genau, und schließlich sind da noch Schnittstellen auch sehr relevant, um die Informationen eben auch zu übertragen an andere Datenprovider, wie zum Beispiel auch bei der DOI-Vergabe. Genau, darauf wird dann später auch noch eingegangen. Was hier in Grau hinterlegt ist, sind noch ein paar Begriffe, auf die jetzt nicht näher eingegangen werden kann. Klassifikation zum Beispiel. Die Dewey-Dezimalklassifikation ist im Rahmen der Publisso-Plattform auch mit verankert, um die Sachgruppen anzugeben. Das aber nur am Rande. Bei Ontologien handelt es sich dann wiederum um ein gemeinsames Vokabular für WissenschaftlerInnen, die sich eben innerhalb eines bestimmten Fachbereichs austauschen wollen. Und Modelle und genau Anwendungsprofile, dazu noch kurz ein Satz. Also Metadatenmodelle sind quasi so ein bisschen das grafische Pendant zu Metadatenstandards. Und Anwendungsprofile waren ursprünglich zu lokalen Anwendungen gedacht und beinhalten eben auch Richtlinien, standardisiertes Vokabular. Da ist etwa das Netzanwendungsprofil für digitalisierte Medien zu nennen. Grundsätzlich hat allerdings unsere Kollegin, Frau Dr. Katharina Markus, auch ein sehr gutes Paper darüber geschrieben, über Forschungsdaten, generische und spezifische Standards in Biologie und Ingenieurswissenschaften. Das habe ich auch in den Quellen angegeben. Das lohnt sich sehr, da nochmal reinzuschauen. Genau, um dann auf unser Projekt zu kommen, das ist OPENS. Das ist ein Verbundprojekt zwischen ZBMed und dem Verlag Barbara Budrich, wie Ursula das eben schon angesprochen hat. Genau, es handelt sich dabei um ein Best-Practice-Beispiel. Es soll ein lebendiges, enzyklopädisches Handbuch zum Thema Politik und Geschlecht erarbeitet werden. Grundsätzlich ist es so, dass Publisso bereits Living Handbooks, also lebendige Handbücher, bereitstellt. Diese unterscheiden sich aber im Aufbau und in der Strukturierung von enzyklopädischen Handbüchern. Entsprechend wird es ein neues Format geben, was der Plattform dann dadurch hinzugefügt werden kann. Und wir erweitern insofern auch den Fokus von den Lebenswissenschaften eben auf den geisteswissenschaftlichen Bereich. Basierend ist dieses Projekt auch auf der Publisso-Plattform. Diese ist grundsätzlich basiert auf dem Content-Management-System Drupal und ist in PHP geschrieben. Und es soll ein XML-First-Workflow geben. Das heißt, dass aus dem XML, ich habe das hier schematisch dargestellt, quasi die HTML-Darstellung auf der Website generiert werden soll und das PDF. Es ist allerdings so, dass die Manuskripte noch als Word-Dokumente vorliegen und dann entsprechend erstmal in das XML umgewandelt werden müssen. Genau, das ist ein Auszug aus dem besagten Poster für die HTWK-Tagung. Und hier haben wir quasi diese drei Dimensionen der Zusammenarbeit eben aufgezeigt. Und je technischer es wird, desto blauer sind die Begriffe dann auch entsprechend dargestellt worden. Eben hier zwischen Menschen, Mensch und Maschine und Maschinen. Und grundsätzlich ist es so, dass Metadaten sich ja an all diesen Knotenpunkten ein Stück weit befinden. Also im Workflow sind sie sehr wichtig, im System eben auch, in dem Daten in Datenbanken hinterlegt sind. Und wir insofern auch als Metadaten-Supplier fungieren über eine OAI-Schnittstelle, die dann wiederum andere Services harvesten können. Darauf wird dann später noch eingegangen. Genau, im System natürlich verankert. Und bei den Suchmaschinen sind insofern quasi zwei Begriffe gemeint. Einerseits soll eine Publisso-übergreifende Suche entwickelt werden, beziehungsweise wird momentan auch entwickelt, auf Basis von Solr, also auch Open Source. Und andererseits sind wir natürlich auch an einer Suchmaschinenoptimierung interessiert, sodass die Publikationen in Google Scholar beispielsweise auffindbar sind. Genau, und Schnittstellen, darauf wird, wie gesagt, später auch noch eingegangen. Hier ist noch ein kleiner Sneak Peek quasi dieses Handbuchs. Momentan stimmen wir uns noch ab bezüglich der Rahmentexte und dementsprechend wird die Website jetzt in Kürze dann auch live gestellt. So sieht aber schon mal der ungefähre Aufbau aus, der sich auch an den Living Handbooks orientiert. Wie gesagt, finden wir aber eben durch dieses enzyklopädische Handbuch dann auch nochmal
Abänderung statt. Genau, dann orientieren wir uns weiter in diesen vier Begriffen. Zunächst zu den Sprachen. Vielleicht nur sehr kurz. Einige von Ihnen und euch kennen das bereits, den Unterschied zwischen XML und JSON. Ich würde das grundsätzlich, also im weiteren Verlauf auch der Präsentation, immer anhand dieses Beispiels deutlich machen. Das ist ein Beispielkapitel aus einem Living Handbook. Genau, da derzeit, wie gesagt, noch keine Publikationen eingespielt sind, soll dieses Beispiel jetzt erstmal genutzt werden. Genau, also es handelt sich hier um, also bei dem Handbook quasi, um Empfehlungen für den Umgang mit Rindern durch das Smart-Cow-Konsortium. Und genau, diesen Beispielartikel habe ich jetzt mal ausgewählt und jeweils den ersten Autoren dann genau genannt. Im Vergleich sieht es dann so aus, XML versus JSON. Hier werden Elemente vergeben und andererseits auch Attribute, um quasi diese Elemente nochmal unterzugruppieren. Und hier findet entsprechend auch eine Unterscheidung zwischen den Daten, die dann hier eben in den Elementen stehen, und den Metadaten statt. Das ist beim JSON entsprechend nicht der Fall. Hier werden einfach Daten dann aufgelistet. Entsprechend ist es genau etwas schlichter und für die XML-Darstellung werden tatsächlich auch spezifische XML-Parser benötigt. Genau, das nur kurz. Dann zu den Schemata. Da ist es grundsätzlich so, dass es relativ viele unterschiedliche Standards und Schemata gibt. Immer wieder auch den Anspruch, einen Universalstandard zu entwickeln, der quasi alle Use Cases, alle Szenarien beinhaltet und dann auch oftmals darin mündet, dass doch wieder nur ein neuer Standard geschaffen wurde. Also im Rahmen der XML-Auszeichnung JUTs bzw. Bits, die wir nutzen, ist es zum Beispiel auch möglich, da Modifizierungen vorzunehmen und eben auf Basis dieses Standards zu arbeiten. Wobei es auch Projekte gibt, wie zum Beispiel OberStruct.com, wo genau im Rahmen des BookHubs quasi ein Standard oder eine Möglichkeit, Metadaten zu nutzen und dann wiederum einzugrenzen, auch bereitgestellt wird. Also es gibt da schon verschiedene Projekte. Im Rahmen unseres Projekts haben wir uns allerdings, das zeige ich gleich noch, für eine bestimmte XML-Spezifizierung dann entschieden und spezielle Schemata, die wir dann nutzen. Genau. Grundsätzlich ist zu unterscheiden, ob es quasi grundsätzlich oder domänenspezifische Schemata sind. Als domänenspezifisches Schema kann DCAT zur Vereinheitlichung von Datenkatalogen genannt werden, wo eben sowohl aus dem Dublin-Core-Schema als auch aus einem Schema des World Wide Web-Konsortiums Elemente genutzt werden und dann wiederum durch neue Elemente angereichert werden. Der Fokus soll allerdings jetzt eher auf Dublin-Core und Schema.org liegen. Dublin-Core selbst wurde in einer Konferenz in Dublin, Ohio, 1995 entwickelt und besteht also in der Grundentwicklung quasi aus 15 Core-Elementen. Ich habe hier auch noch ein Beispiel, genau, also hier ist zum Beispiel ein Creator-Element genannt, für beispielsweise einen Autoren, genau, wo auf der Website dann eben die entsprechenden Informationen zu finden sind. Und dagegen gibt es dann wiederum ein erweitertes Textset, Dublin Core Qualified, wo ebenfalls dieser Creator mit enthalten ist, aber wo auch noch weitere Elemente angerechnet worden sind. Und diese Verknüpfung ist auch durch diese Sub-Property-Angabe quasi mit angegeben. Genau, Dublin Core hat ein relativ großes Renommee. Allerdings ist es so, dass 2011 schema.org auch initiiert wurde. Allerdings mit ein bisschen anderen Fokus, also eine Initiative von vier Suchmaschinen, Bing, Google, Yahoo und Yandex. Und das Ziel war quasi, ein einheitliches Schema-Set für strukturierte Webseiten-Metadaten zu entwickeln. Dazu hat man auch einen hierarchischen Schemata-Aufbau geschaffen. Und gerade für die für Scrolling bzw. fürs Erfassen von Informationen für Google Scholar ist es so, dass dadurch, dass Google natürlich daran beteiligt war, sich auch primär daran orientiert wird, allerdings Dublin Core auch noch berücksichtigt wird. Das soll quasi dieser Punkt so ein bisschen verdeutlichen. Genau, um noch kurz auf ein Regelwerk einzugehen, das ist das besagte Resource Description Framework und so sieht es dann aus. Also die, über URIs werden die Elemente ausgezeichnet
und dann verknüpft mit Informationen, also zum Beispiel, welche Lizenz hier vorliegt oder von wem veröffentlicht wurde. Und dadurch, dass es so angegeben wird, können quasi über diese Knotenpunkte weitere Informationen dann von Maschinen abgegriffen werden und erschlossen werden. Das ist grundsätzlich quasi dieses Vorgehen, was das beinhaltet. Und es gibt dann auch noch, Moment, ich muss kurz etwas verschieben. Genau, es gibt RDFA, das ist nämlich das Resource Description Framework and Attributes. Das wird auch gleich deutlich, das haben wir berücksichtigt, wodurch über die Attributwerte quasi auch verwiesen wird. Um nochmal dieses Beispiel anzugehen, ich habe zwischendurch diese Seite immer mal wieder dabei, um nochmal quasi das auf dem Schirm zu haben, nicht wundern. Genau, aber hier in dem beispielsweise die Angabe des ersten Autors hier angegeben, also so sieht es aus in RDF und dann in der Auszeichnungssprache XML. Entsprechend ist hier das im Doctype angegeben und zwei Namensräume sind da entsprechend integriert. Einmal die RDF-Syntax und Doubling Core und entsprechend wird es dann hier ausgezeichnet. Also hier zum Beispiel quasi der Titel und eben der erste Autor genannt. So sieht das dann aus. Im HTML greift dann RDFA, in dem hier auch wieder das Schema hinterlegt ist, auch schema.org. Und hier ist quasi im Attribut dann entsprechend der Hinweis auf Doubling Core auch. Und in diesem Metatext über den Namen mit quasi dem Zusatz DC wird dann auch deutlich, dass es sich eben um Doubling Core handelt. Und hier sind im Content dann auch die entsprechenden Informationen enthalten. Wobei hier auch tatsächlich bei der Angabe zum Beispiel von AutorInnen Google auch relativ strikte Vorgaben hat, damit die Angaben dann auch korrekt erfasst werden. Dann zu JUTs versus BITs. Das sind quasi die XML-Schemata, die wir nutzen. JUTs vor allen Dingen im Rahmen der Mac Collection, die sich ja mit chemischen Analysen beschäftigt, beziehungsweise dort Journal-Artikel publiziert werden und einmal jährlich die Mac- und BAT-Werteliste auf Deutsch, Englisch und Spanisch. Vielleicht insgesamt erstmal dazu, also JUTs bedeutet Journal Article Text Feed und ist insofern ein Standard von NISO, also von der National Information Standards Organization, zur Entwicklung technischer Standards. Und genau in diesem XML-Format werden quasi bestimmte Elemente definiert, wie Journal-Artikel dann ausgezeichnet werden können, also wie diese Metadaten dann entsprechend verarbeitet werden. Das wird dann zum Beispiel von PubMed Central entsprechend auch genutzt und bietet sich deswegen gerade auch im lebenswissenschaftlichen Bereich sehr an. Es gibt drei Textsets, je nach Rolle quasi, also Journal Archiving and Interchange für eben Archivierung, Journal Publishing, genau für Publishing, wie der Name schon sagt, oder Article Authoring. Und diese Spezifizierungen sind quasi immer spezieller, je mehr es in Richtung Autor geht. Dagegen oder beziehungsweise dazu gibt es dann auch noch BITs, das ist das Book Interchange oder die Book Interchange Text Suite, also ein Auszeichnungsschema für Bücher. Hier handelt es sich ja um ein Auszeichnungsschema für Journals. Und genau, wie gesagt, PubMed Central nutzt es. Ja, und um das noch etwas zu verdeutlichen, habe ich hier noch zwei Beispiele. Das ist ein Beispiel gesagt aus der Mac Collection. Hier ist entsprechend da auch wieder auf, genau, also hier auch auf MathML, also auf mathematische Auszeichnungen verwiesen, noch weitere andere Namensräume. Und ich habe hier zum Vergleich mal einerseits die Journal-ID, also beziehungsweise das DOI-Präfix einmal blau markiert und dann quasi jegliche Titelangaben. Das sind bei der Mac Collection einmal der Haupttitel, der Untertitel und der Kurztitel. Ja, und im Vergleich sieht das dann hier beim entsprechenden Living Handbooks-Kapitel dann so aus. Es ist insofern fiktional, deswegen steht das hier, weil wir bei den Living Handbooks mit einem HTML-Editor arbeiten. Also der Workflow erfolgt, indem die Angaben quasi in diesen Editor eingegeben werden. Und dieser XML-First-Workflow wird dann eben für Opens neu etabliert. Deswegen, genau, deswegen hier fiktional. Und entsprechend, also gerade im Vergleich, sieht man, dass die Namensbezeichnungen sich natürlich ändern, aber grundsätzlich die Struktur einander schon ähnelt. Also hier ist auch eben entsprechend das Präfix angegeben und hier der Titel. Dann, um noch auf DataCite und Crossref einzugehen, dabei handelt es sich um zwei Institutionen zur Vergabe von DOIs.
ZB Med ist Mitglied bei Datenzeit e.V., während der Verlag Barbara Wutrich bei Crosswurf oder mit Crosswurf arbeitet. Dementsprechend sollen zwei Schnittstellen oder zwei Anbindungen im System dann auch integriert werden. Ich habe hier einmal exemplarisch Datenzeit dargestellt. Da gibt es eben verschiedene Pflichtelemente, die wirklich immer angegeben werden müssen. Das ist zum Beispiel auch beim Identifier quasi über das Attribut nochmal, worum es sich genau handelt. Also beispielsweise eine DOI oder dann eben auch Titel, Publisher etc. Genau. Und wieder anhand dieses Beispiels, quasi jetzt nochmal im Vergleich die Datenseite XML. Hier steht Resource allen voran, also was sich genau, oftmals unterscheiden sich eben die entsprechenden Namen. Und hier ist dann quasi über Identifier die gesamte DOI hier angegeben. Das ist hier an anderer Stelle im JATS oder BITS auch tatsächlich. Genau, nur in Dataset eben die gesamte DOI. Und über die Creators sind dann hier über das Attribut Name-Type, Personal sind eben ja, AutorIn. Über Organizational könnte man eben auch Organisation angeben und dann hier eben entsprechend Vorname, Nachname. Genau. Die Affiliation, das habe ich jetzt nicht erfasst, aber das ist vielleicht auch noch eine wichtige Information. Im JATS oder BITS kann man die Affiliation quasi gestückelt angeben, also Straße, Postleitzahl etc. einzeln. Und hier in DataSite würde es als String erfasst werden. Genau. Dann noch zu den Schnittstellen. Eine kleine Übersicht. Grundsätzlich läuft vieles über REST-Schnittstellen. Das ist ein Akronym für Representational State Transfer und insofern ein bestimmter Architekturstil von Schnittstellen. Also grundsätzlich sind Web-Services, die sich an diesen Stil halten, REST-Schnittstellen oder auch APIs, Application Programming Interfaces. Und da gibt es eben gewisse Prinzipien, die diese Schnittstellen erfüllen müssen. Also zum Beispiel einheitlich sein, indem ja, Ressourcen identifiziert werden können, manipuliert werden können gleichermaßen, indem ein bestimmtes Vorgehen quasi beim Aufrufen von Seiten dann erfolgt, also dass quasi der Client eine Uniform Resource Identifier, also eine URI, URL, erhält und die Applikation dann selbstständig quasi dadurch navigiert. Genau, Client und Server sollen getrennt sein, also dem Zugriff durch User und der Datenlagerung auf dem Server, also dass diese Aspekte eben getrennt sind. Statelessness, das heißt, jede Anfrage muss alle notwendigen Informationen enthalten und Informationen über Nutzung von Caching müssen bereitgestellt werden. Es kann ein Layered oder soll ein Layered System vorliegen, also eine hierarchische Systemstruktur und optional kann noch Code in Form von kleineren Anwendungen oder Skripten integriert werden. Also das erstmal zur Einordnung, worum es sich bei REST handelt. Und grundsätzlich ist es so, dass DataSite und CrossRef jeweils über REST-Schnittstellen ansprechbar sind und sich die Informationen übermitteln lassen in dem besagten Schema, also beispielsweise als XML oder eben auch als JSON. Die OAI-Schnittstelle ist insofern, das bezeichnet die Open Archives Initiative. Und darunter fallen wiederum zwei Protokolle. Das ist einerseits das Protokoll von Metadata Harvesting, wo geregelt ist, inwiefern quasi das Sammeln von Metadaten garantiert werden kann. Also es gibt verschiedene Institutionen, die OAI-Schnittstellen nutzen, beispielsweise auch die Deutsche Nationalbibliothek. Und genau, indem eben diese OAI-Schnittstelle dann bereitgestellt wird und da gewisse Spezifika erfüllt werden, können diese Metadaten dann von diesen Institutionen gearbeitet werden, also genau, quasi gesammelt werden. Und dann gibt es noch wiederum das Object Reuse and Exchange Protokoll. Das ist insofern eine Ergänzung zu OAI-PMH zur Auszeichnung von Versionen und Formaten von digitalen Objekten sowie den Beziehungen untereinander. Da wird quasi so eine Resource Map erstellt. Genau, das ist dann eher für die Übertragung von und wie gesagt Verlinkung von Dokumenten relevant. Genau, und grundsätzlich kann eben über ein gewisses XML, beispielsweise ist bei der DNB Mark 21 XML oder auch eben RDF, kann ich noch ergänzen, quasi die Daten dann übermittelt werden oder beziehungsweise gearbeitet werden. Angedacht ist langfristig auch eine ORCID-Schnittstelle,
die eben auch über ein REST API ansprechbar ist, auch mittels XML und JSON. Dann noch ein Punkt zu Big Data. Das ist am Anfang im Rahmen der dritten Definition ja schon etwas angeklungen. Und zwar lässt sich Big Data eben oder diese Proliferation an Daten dadurch definieren, dass es ein hohes Volumen an Daten gibt, hohe Geschwindigkeit und hohe Varietät der Daten. Und im Rahmen dessen, dass man, oder ich lese es vielleicht einfach erstmal kurz vor und dann führe ich weiter ein. In traditional data management, especially for a single data center or data repository, the metadata lifecycle is less addressed. Now, facing the short-lived and quick big data lifecycle, attention should also be paid to the metadata lifecycle. Also im Zuge dieser Entwicklung zu Big Data verändert sich natürlich auch der Lebenszyklus von Metadaten. Xiao Gang Ma hat es zum Beispiel quasi angewendet, wenn man grundsätzlich den Zyklus von Daten beschreibt, indem man sagt, es erfolgt erstmal eine Kontexterkennung, Datenfund, Datenzugriff, Management, Archivierung, Verbreitung. Dann ist im Rahmen der Kontexterkennung quasi der erste Schritt, überhaupt erstmal Metadatenschemata zu identifizieren und zu nutzen. Das ist bei uns bereits erfolgt. Also wir wissen, welche Metadatenschemata wir nutzen wollen. Und im Rahmen des Datenfundes erfolgt dann die Entwicklung oder Nutzung von Programmen zum automatischen Harvesting von Metadaten. Und da ist es so, dass tatsächlich, also eine OAI-Schnittstelle ist bereits integriert, die muss aber noch weiter angepasst werden an die aktuellen Bedarfe. Und im Rahmen von JUTs und Bits ist es so, ich wechsle nochmal kurz auf die Bits-Darstellung. Hier steht ja Version 3.1, beziehungsweise bei JUTs 1.3. Das bedeutet, dass es auch immer wieder neue Schemata gibt. Also gerade bei JUTs wird derzeit an einer Version 2 gearbeitet, die natürlich dann auch mögliche, also größere Veränderungen natürlich nochmal beinhaltet als beispielsweise einen Schritt von 1.2 zu 1.3. Und auch das muss dann natürlich angepasst werden bei den Publikationen. Und insofern muss auch immer beachtet werden, welche Schemata gibt es, welche Versionen sind das und inwiefern müssen diese gegebenenfalls auch aktualisiert werden. Genau, und dann wandern wir wieder zurück und kommen noch zum Punkt Nutzungsdaten als Metadaten. Das war tatsächlich auch eher der Punkt, auf den Matteo Pastinelli eingegangen ist. Der wird natürlich auch im Zuge unserer Metadaten relevant, was Nutzungsdaten angeht und im Rahmen von Cookies. Also vielleicht kurz zur Erläuterung, Cookies sind Teil des Webtracking und eigentlich kleine, also sind kleine Textdateien, die in der Regel im Browser gespeichert werden. Und das klassische Beispiel ist, dass durch Cookies eben beispielsweise Waren im Warenkorb verbleiben können, auch wenn man eben auf eine andere Seite navigiert. Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen First-Party- und Third-Party-Cookies, also quasi Session-Cookies und länger verbleibende Cookies, wenn man so will, die eben manuell auch gelöscht werden müssen und die für Cross-Site-Tracking genutzt werden können. Also wenn ein Nutzer beispielsweise auf einer Website navigiert und dann auf die nächste wechselt und diese Cookies, dieses Cross-Site-Tracking nutzen, lassen sich natürlich über Informationen, woher kommt die Person, wie lange verbleibt sie auf der Seite, was sieht sie sich an, wirklich konkrete Profile erstellen, die dann eben auch zu Werbezwecken genutzt werden können, also wie zum Beispiel bei Google Analytics erfolgt. Im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung werden Cookies interessanterweise nicht explizit erwähnt, aber sie können als personenbezogene Daten im Sinne der Legaldefinition von Artikel 4 verstanden werden. Und dementsprechend gilt der Grundsatz des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt bei der Verarbeitung von Daten. Und der EuGH hat das insofern 2019 nochmal konkretisiert und in seiner Entscheidung festgestellt, dass eine ausdrückliche Einwilligung zur Nutzung von Cookies quasi bereitgestellt werden muss von Website-BetreiberInnen. Insbesondere wenn dann, also zur Erfassung von auch Third-Party-Cookies. Deswegen haben wir uns für Matomo entschieden. Das ist eine Open-Source-Alternative zu Google Analytics, die insofern stärker auf Privatsphäre setzt. User-Informationen werden auf einem eigenen Server gehostet, also aus unserem Server. Matomo hat darauf auch keinen Zugriff. Das ist bei Google Analytics ganz anders der Fall, beziehungsweise werden diese Daten da auch eher zu Werbezwecken genutzt.
Und es gibt explizit eine Opting-out-Version, Möglichkeit, um jegliches Tracking unterbinden zu können. Die IP-Adressen werden anonymisiert, also da wird quasi der letzte Part abgeknappt, sodass auch wirklich keine User identifiziert werden können. Und es werden standardmäßig nur First-Party-Cookies genutzt. Das gibt uns aber die Möglichkeit, dennoch zu erfassen, welche Nutzenden gibt es, von wo wählen sie sich ein, welche Artikel sind besonders relevant und dadurch aufgrund dessen natürlich auch das Angebot verbessern zu können. Genau, Matomo wird dementsprechend auch in unserer Datenschutzerklärung oder Privacy Policy genannt. Genau, auf Publisso und anderen Services wird allerdings auch noch Google Analytics genutzt. Genau, das sind noch einige Quellen im Literaturverzeichnis, also beziehungsweise Literatur, die gerne noch nachgelesen werden kann. Und dann bedanke ich mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit.